Ihr habt viele der Patrouillen der Ratte zurückgeschlagen. Doch einige Versprengte überlebten den letzten Angriff und sind entkommen. Ihr habt zwar noch keine neuen Befehle erhalten, doch ihr könnt nicht zulassen, dass sie den Herzog de Puys erreichen und euren Standort aufdecken. Kann ich nicht? Oh, wir gehen ins Gebiet der Ratte. Das ist, auch interessant. Mission 5. Schlechte Aussichten. Ihr setzt eure Jagd auf die flüchtenden Überlebenden bis tief in die nächste Grafschaft fort. Doch in der Abenddämmerung kommt Nebel auf und ihr verliert sie aus den Augen. In der Zwischenzeit... Sie haben ein halbes Dutzend meiner Patrouillen getötet und dringen tatsächlich in eine meiner Grafschaften ein. Ich muss etwas unternehmen. Bleibt ruhig, der Puys. Alle rebellierenden Söldner, die ihr Salz wert waren, sind schon vor Monaten ins Ausland geflüchtet. Eure Männer werden mit ein paar greinenden Vogelfreien schon fertig. Wieso geht ihr nicht mit mir auf die Pirsch, um euch etwas abzulenken? Aber sie sind nur einen Steinwurf weit entfernt. Ich muss etwas unternehmen. Sendet doch einfach eine kleine Belagerungstruppe aus, um ihnen den Fluchtweg abzuschneiden. Ihr habt leicht reden. Entspannt euch. Bis wir von unserem Jagdausflug zurück sind, hat sich das Problem von alleine gelöst. Vertraut mir. Die Schlange war früher Statthalter in einer der wohlhabendsten Provinzen seiner Heimat. Alles klar. Wo er ein äußerst ertragreiches Leben führte, indem er nicht alle gesammelten Steuern angab. Eine wunderschöne gute Nacht auf dir, mein Lieben. Versetzte er ihn hierher in die neuen Kolonien. Während einer seiner ersten militärischen Konfrontationen trat er gegen euren Vater an und verlor dabei ein Auge. An jenem Tag schwor die Schlange sich, erst Ruhe zu geben, wenn die Schädel eurer gesamten Familie auf Pflöcken aufgespießt um seinen Bergfried aufgereiht stünden. Oh, nett. Eure Kundschafter berichten, dass ihr festsitzt. Ihr habt nicht genügend Vorräte, um weiterzukommen, und nicht ausreichend Männer, um euch den Weg zurück freizukämpfen. Es bleibt euch nur die Möglichkeit, hier auszuharren. Die Kundschafter haben eine Insel in einem breiten Fluss gefunden, die sich ausgezeichnet verteidigen lässt. Einer eurer Hauptmänner hat bereits mit der Errichtung eines Basislagers begonnen. Das Land um den Fluss herum ist fruchtbar, ihr könnt dort Getreide anbauen. Ja, klingt gut. Wie gesagt, für dieses Aufblitzen von Streamlabs OBS entschuldige ich mich, aber ich kann es halt nicht ändern. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich möchte das Projekt trotzdem unbedingt weitermachen. Und deswegen... Ja, irgendwie tut es mir leid, aber irgendwie denke ich mir auch, es gibt Schlimmeres. Also, werden wir sozusagen, wir werden weitermachen auf jeden Fall. Ich schätze mal Getreide. Und ich wollte gerade sagen, Getreide alleine wird niemals reichen. Sondern wir werden aber auch wieder direkt mit der Waffenproduktion anfangen müssen. Und damit das überhaupt irgendwie klappt, wahrscheinlich. Wir haben leider relativ wenig Platz irgendwie. Deswegen machen wir das jetzt alles mal so ein bisschen gequetschter auf engen Raum. In der Hoffnung, dass das schon passt, dass wir auf der Insel bleiben. Das wäre
ein ganz cooles Ziel eigentlich. Wir brauchen auf jeden Fall noch was zu essen und die Bogenschützen. Wir haben ja Bogenschützen. Bogenschützen bereit. Gut, dann geht ihr erstmal nach oben bitte, weil von oben könnt ihr besser schießen. So von der reinen Logik her, ne? So, warte mal, von wo kommen sie denn? Die kommen immer von da. Dann muss ich ja nur noch da schützen, das ist gut. Weil da muss ich nach hier unten nämlich nicht bauen, weil hier ist kein Schild. Das heißt, die kommen von oben immer. Dann muss ich hier ein Tor hinmachen. Und ja, letzten Endes muss ich das auch irgendwie schützen, aber das können wir anders machen. Dann können wir nämlich nach hier unten das noch mit einbauen in unsere Burg. Und uns in dem Sinne schon ein bisschen größer aufstellen. So, als allererstes mache ich das zu. Dann platziere ich dieses Ding. Und erhöhe die Produktion. So, ich hoffe, dass das jetzt klappt. So wie ich mir das alles vorstelle. Ein Tor brauche ich nach da nicht. Ich mache alles so zu. Und dann baue ich hier Türme hin. Überall. Das ist so meine... Das soll so meine Taktik sein. Dass ich das sozusagen versuche, über Türme zu regeln. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ach ja, da muss ich also eine Hütte bauen, ne? Für Rekruten. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, Brot dauert halt länger. Meine Holzfäller sind ein bisschen langsam. Mein Bogen ist euer. In Bewegung. Ich will wissen, wo der lang geht. Genau, weil er muss da lang. Rücken aus. Dann klappt meine Taktik. Es werden Rekruten benötigt, Sire. Ist das auch zu? Mein Herr, sind auf dem Weg. Eure Befehle?
Bin zur Stelle. Eine kleine Soldatentruppe der Ratte befindet sich auf dem Weg zur Burg. Ja, das war klar, dass das irgendwann kommt. Aber ich glaube, das war dumm, was ich gemacht habe, aber ist halt jetzt zu spät, ne? Ich brauche halt zwangsläufig jetzt Holz. Was ich natürlich jetzt aber nicht bekomme. Und ich befürchte, die werden smart genug sein, nicht nur hier anzugreifen. Ja. In Bewegung. Ich weiß nicht, ob die nach da schießen können. Ich hoffe es einfach. Die werden smart genug sein. Sie kommen. Auf die Brustwehr. Bogenschützen mein Bogen bereit. Ist euer. Mein Herr? Rücken aus. Fast befürchtet. Bin zur Stelle. Eure Befehle? Hallo, niemand darf entkommen. Sind auf dem Weg. So. Bin zur Stelle. Jetzt sind hier drei. In Bewegung. Nein. Rücken aus. Hier sind drei. Bogenschützen bereit. Ja, hier sind vier. Mein Bogen ist euer. Gehst du dich noch darüber? Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Wir benötigen Holz. Wir brauchen eine Bäckerei. Kann ich irgendwo noch eine Bäckerei bauen? Da. Dann können wir nämlich das Mehl besser verarbeiten. Bin zur Stelle. Mein Herr, sind auf dem Weg. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, wir backen ja schon. Alles wird gut. Vom nächsten Holz, was kommt, mache ich dann nochmal eine Bäckerei. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Ja, ich weiß, kannst du mir auch noch einmal sagen, aber ich wollte, muss trotzdem ab und zu mal da draufklicken. Eure Befehle?
bin zur Stelle. In Bewegung. Sieht das ein bisschen schöner aus.